Marienhof im Ersten. Präsentiert von Maggi Texicana Salsa. Einzigartig. Es wird viel passieren. Ja, was du hier in meiner Wohnung machst. Charlie hat mir erlaubt, was runterzuladen. Und ich habe Eis geholt und hol die Shaker für die Cocktails. Was keine Lüge ist. Ich würde Trixie auch niemals anlügen, wenn es nicht was Wichtiges wäre. Wichtiger als Trixies Geburtstag? Ich liebe Trixie und das sollte eine Überraschung für sie werden. Eine Überraschung? Ja, ich wollte ihr was ganz Besonderes schenken. Da bist du ja echt früh dran. Ja, Mann, ich bin vor lauter Lernen nicht dazugekommen. Feli, tu mir einen Gefallen. Sag Trixie nichts, okay? Oh, ich hab so einen Muskelkater. Warum mussten wir denn auch so einen Gas geben? Du bist gerannt wie ein Irrer. Ich? Ja, du! Wir haben eine Vereinbarung. Keiner zieht den anderen ab, oder? Warum bist du dann gerannt, ein Vollidiot? Hä? Naja, so ein bisschen Training kann doch nicht schaden, oder? Ja, war ja ganz cool. Entschuldigung, zwei Wasser bitte. Aber bitte, bitte, schnell. Na Jungs, wieder fit? Ja, sicher. Klar, Logo. So seht ihr auch aus. Wollen wir tanzen? Nee. Also lass mal. Ich denke nur an deinen Fuß. Es ist vielleicht besser, wenn du nicht tanzt. Ja, das ist wahrscheinlich besser, wenn du ihn schonst. Ich meine, so eine Prellung, das kann wirklich schlimmer werden. Mein Fuß geht schon wieder viel besser. Mhm. Komm, tanzen. Ja? Also ich habe ehrlich gesagt wirklich keinen Bock zu tanzen. Wie lange fällt Ihr Keyboarder denn aus? Für circa 2 Monate. Wenn Sie uns nicht einspringen, kann ich den Gig übermorgen im Foxy vergessen. Tom, ich kann doch den Foxy nicht vor meinen Schülern rumhüpfen. Rumhüpfen, das macht man heutzutage sowieso nicht mehr. Wäre nicht gut für unser Image. Tom, es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen. Ich bin sicher, Sie finden irgendwo anders Ersatz. Ja. Ich wende mich wohl am besten ans Arbeitsamt, wie? Was ist los? Lassen Sie nur. Ich mach das schon. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Ich kann doch nicht in der Schülerband mitspielen, oder? So, der Shaker ist da. Gleich gibt's Cocktails. Wer hast du dazu, dich zu sagen? Hör zu, Sven ist mein Freund und... Und Freunde helfen, die eigene Freundin zu betrügen. Also sag nichts zu Trixie, die gab die Sache mit der Motorradpanne. Kümmerst du dich jetzt bitte um die Mai Tais? Sag mal, Feli, wann geht's denn eigentlich los mit den Cocktails? Charlie übernimmt das. Du, kannst den mir nicht mal für heute ausleihen? Ich meine, das ist doch unfair. Ich hab Geburtstag und hab noch nicht mal jemanden zum Flirten. Von mir aus kannst du ihn gerne haben. Also, ich meine, du wirst ihn wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil Sven gleich kommt. Na, hoffentlich. Oh Mann, Sven, da bist du ja endlich. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Oh. Und sag mal, was war denn mit deinem Motorrad? Ja, ich hatte ein kleines Problem mit dem E-Start. Ja, Hauptsache, du bist jetzt da.
ich habe ein Problem. Was denn? Was kann ich für dich tun? Keiner weiß, wer oder was Hatschepsut ist. Hatschepsut? Das ist doch so ein Erkältungsdee. Hatschepsut. Ja, wahrscheinlich. Ganz genau, klar. Jetzt verarsch mich nicht. Hatschepsut ist kein Tee, sondern eine Person. Ja, das ist doch klar. Das ist die Frau, die Kräuter gesammelt hat, nach der das ganze Zeug benannt wurde. Jungs, bitte. Jetzt mal im Ernst. Ich muss wissen, wer das ist. Mein Leben hängt davon ab. Also, wenn das so ist, dann lassen wir ja scharf nachdenken. Also, Hatschepsut, so heißt der, ist ja kein gängiger Name, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, heutzutage halt nicht, aber irgendwann. Vielleicht ist es jemand aus dem Mittelalter? Ja, vielleicht ist es ein Vorfahre von mir. Irgend so ein tapferer Ritter, der eine wunderschöne Prinzessin vor den Krallen von dem bösen Drachen gerettet hat. Hatschepsut war mit größter Wahrscheinlichkeit eine Frau. Meinst du? Ihr wisst es also auch nicht. Es ist zum Verrücktwerden. Keiner weiß, wer Hatschepsut ist. Naja, aber ehrlich gesagt, das kann ich auch irgendwie ganz gut damit leben, dass ich nicht weiß, wer Hatschepsut ist. Ich auch. Ich aber nicht. Naja, wenn das so ist, dann wir natürlich auch nicht. Nein. Ihr seid wirklich süß. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Sie findet uns süß. Uns. Aber auf wen von uns beiden steht sie nun? Kann mir mal jemand helfen, bitte? Was ist denn damit vor? Musikunterricht aufpeppen. Wird ja sonst so langweilig. Lass mal, das ist zu schwer für euch. Könnt ihr Tom holen, bitte? Der ist nicht da. Wieso, ist er krank? Nee, aber der hat ein anderes Problem. Er braucht dringend einen neuen Keyboarder für seine Band. Das ist ja noch lange kein Grund, die Schule zu schwänzen. Aber er braucht das Geld. Für was? Seinen Haschkonsum zu finanzieren? Nein. Er muss seinen ganzen Lebensunterhalt mit der Musik finanzieren. Er hatte nicht das Glück, in der richtigen Familie aufzuwachsen. Er kennt nicht mal seinen Vater. Wenn der Gig morgen im Foxy platzt, dann sitzt er ziemlich in der Scheiße. Nach Hause gegangen ist, um diesen verdammten Shaker zu holen. Ja, Mann, dann hätte ich das doch verhindert. Was denkst du denn? Was ich denke? Ich denke, Feli hat Trixie doch noch erzählt, dass ich am Computerrennen gesessen habe, statt bei ihrem Geburtstag dabei zu sein. Nein, ich habe schon dafür gesorgt, dass sie die Version mit der Überraschung für Trixie glaubt. Mach dir keine Sorgen. Ja, hoffen wir's. Dank dir, Alter. Du bist ein echter Freund. Nun ist da eine meiner leichtesten Übungen. Bis dann. Ciao. Männer und Lügen. Das muss was Genetisches sein. Scheiße. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ey, Feli, ich dachte, du wärst... Mensch, Charlie, kapierst du denn nicht? Sven riskiert mit diesem Mist nicht nur seine Beziehung, sondern auch sein Physikum. Das ist doch schon sein letzter Versuch. Du, der wird das schon irgendwie schaffen. Sven ist dein Freund und dein Problem. Aber Trixie ist meine Freundin. Feli, sag Trixie bitte nichts. Wenn wir erstmal im Nürburgring sind und Sven die fetten Prämien einstreicht, dann wird das Trixie auch nicht mehr stellen. Hm? Tschüss. Mein Papa ist bestimmt gleich fertig, Mama. Wow, geiles Outfit. Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk. Oh nein. Oh nee, ich hab's vergessen. Komm mal her. Alles Gute nachträglich. Danke. Ja, alles Gute. Danke, danke. Trixie, kann ich dich mal was fragen? Ja, klar. Weißt du, wer oder was hat, ich kann es nicht mehr aussprechen, Hatschepsut war oder so? Was ist das für die Schule? Nee, privat. Ich weiß nicht, ist das nicht so ein Tempel irgendwo in Ägypten? Du weißt, wer Hatschepsut war? Also so ganz sicher bin ich mir auch nicht, sorry. Kein Problem, ist schon okay. Entschuldige mal. Hallo? Ja, hallo Marlon, ich bin's. Ich wollte nur schnell sagen, dass ich später vielleicht noch bei Lili vorbeikomme. Wieso? Ist was? Nein, nur so. Hast du damit ein Problem? Nö, ich hab damit kein Problem. Ist schon okay, wirklich. Dann ist ja alles okay. Also, Mann, bis dann. Ciao. Ciao. Trixie, ich muss dringend weg. Könntest du meinem Vater sagen, dass ich doch nicht mehr zum Essen komme? Ich muss was recherchieren. Okay. Okay? Ja. Also, ciao. Tschüss. Probieren Sie es nochmal. Perfekt. Danke. Das ist echt geil, dass Sie sich's doch noch mal überlegt haben. Wollte schon immer mal wieder vergreichende Teenies spielen.
Funktioniert das jetzt? Ja, ja, wunderbar. Hm? Nein, danke. Ich brauche meine Gehirnzellen. Außerdem bin ich Beamter, wie Sie sicher wissen. Keine Macht in Drogen. Okay, Jungs. Seid ihr bereit? Alles klar. Same procedure as every time. Was? Sind wahrscheinlich wieder unsere Freunde und Helfer. Oh, hereinspaziert, Herrscher. Guten Tag. Anscheinend sind Sie unsere größten Fans. Guten Tag, Herr Hirsch. Ihre Nachbarn haben Sie ja wahrscheinlich schon vorgewarnt. Wenn Sie jetzt nicht sofort mit der Lärmbelästigung aufhören, dann kommt es endgültig zur Anzeige. Okay, alles klar, wir spielen leiser. Sorry nochmal. Mist! Jetzt können wir uns den Auftritt in die Haare schmieren. Geben Sie immer so schnell auf. Wissen Sie was? Ich glaube, am einfachsten ist es, wir proben bei mir. Würde das gehen? Ich meine, das wäre der Hammer. Die Rettung. Und wie weit bist du? Ich bin fast fertig. Mit Lesen. Ich muss nur ganz schnell was nachschlagen. Abflusssysteme im alten Ägypten oder was? Also ich habe ja nichts gegen kulturelle Fortbildung. Ganz im Gegenteil. Aber während der Arbeitszeit muss man Prioritäten setzen. Man kann sie nicht alleine lassen. Ja. Mein Gott, du hast ja vielleicht wieder eine Laune. Marlon, was willst du denn? Ich kann jetzt nicht. Jetzt bleib mal locker. Ich wollte nur kurz fragen, ob wir uns nachher treffen. Du willst ja auch zu Lilly und ich könnte dich nach der Arbeit einfach abholen. Ja, mach, was du willst. Bis später. Marlon, ich bin jetzt einfach nicht. Ich muss... Sie können jetzt zum Doktor rein. Ah ja, danke schön. Bitte schön. Oh, hallo. Hallo. Hi. Was machst du denn hier? Ich muss unbedingt mit dir reden. Oh, oh, gibt's Probleme? Na ja, also. Oh, na komm, Phoebe, sag schon, ich habe ein bisschen Stress heute. Also, es geht um Männer und Autorennen. Oh. Charlie? Naja, du weißt ja, wie Charlie ist. Ah, Auto besessen. Ja, und wenn es so wäre, was meinst du, was ich tun sollte? Naja, Felix, du musst schon selber wissen, wo deine Grenzen sind. Ja, ich würde sagen, die Grenze liegt da, wo mein Freund glaubt, was hinter meinem Rücken machen zu müssen, weil er denkt, dass ich es nicht akzeptiere. Oh, das hört sich gar nicht so gut an, hm? Was hat Charlie denn gemacht? Felix, ihr müsst einfach offen über die Sachen reden, sonst lebt ihr euch irgendwann völlig auseinander. Ja, du hast völlig recht. Nur so hat man eine Chance, rauszufinden, ob beide damit leben können oder nicht. Genau. Und wenn es nicht so ist, dann muss man eventuell Konsequenzen ziehen. Aber wir müssen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Hier gerade was. Matthias! Was ist denn? Willst du, dass uns die Nachbarn lynchen? Hey, wir leben wild und gefährlich. Also mach dir keine Sorgen. Die Bächte sind in Urlaub und die Schäfer sind halb taub. Hm? Danke, aus der Phase bin ich schon lange raus. Bei dir kannst du machen, was du willst. Bei mir zu Hause nicht, okay? Jetzt macht euch mal nicht älter, als ihr seid. Okay, auf geht's. Bereit? Okay. I'm trying to find the world and write them in a letter. Maybe all the pain will go away.
have so many questions living in my head. Kann man denn nicht mal in seinen eigenen vier Wänden die Nachrichten schauen? Onkelchen! Onkelchen! Die Tagesschau fängt gleich an hier. Lilly, machst du bitte mal auf? Wäre ja auch zu schön gewesen. Hi. Hallo. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein bestimmtes Anliegen? Naja, das geht um Hatschepsut. Na, wenn das so ist. Danke. Aber Hatschepsut weilt, soviel ich weiß, schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Dann wird sie also auch noch bis nach der Tagesschau warten können. Hm? Lass mal, Onkelchen. Ich mach das schon. Das ist Ihr Rezept und die nehmen Sie bitte dreimal täglich okay, ein. Ja? Ja. Danke schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Oh Mensch, Feli. Kopf hoch, das wird schon wieder mit Charlie und dir. Hm? Ja, bestimmt. Bei Sven und mir bin ich mir da nicht so sicher. Naja, ich habe mir gestern nichts anmerken lassen, aber... Naja, es gibt einfach so viele Ungereimtheiten. Die Sache mit der Motorradpanne und dann hat er gesagt, er wäre in der Bibliothek und war gar nicht da und abends hat er nie Zeit. Und ja, Sven ist im Moment ziemlich im Stress wegen seinen Prüfungen. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich irgendwie belügt. Feli, sag mal, könntest du dir vorstellen, naja, dass Sven vielleicht eine andere hat? So, jetzt weißt du inzwischen alles über sie. Hatschepsut, die Pharaonen, die Königin des Nils. Ihr wart ganz schön fleißig, danke. Kein Problem. Wie war es mit Kino? Ta-ta-ta-ta. Ich habe nämlich 3 Karten für eine ziemlich coole Preview. Hm? Sorry, Jungs, ich kann nicht, ich muss lernen. Wie, aber du weißt doch inzwischen schon alles über Hatschepsut. Nee, ich muss Mathe lernen. Hatschepsut habe ich bloß für ein Rätsel gebraucht. Ein Rätsel? Ja, ein verdammt wichtiges Rätsel. Man kann eine Reise nach Ägypten gewinnen. Für 2 Personen. Wow. Danke nochmal, Jungs. Ihr seid echt cool. Wollt ihr an? Klar. Mann, Lilly, der Film ist echt cool. Willst du wirklich nie mitkommen? Nee, das geht nicht. Schade. Also dann? Okay. Also dann bis morgen? Bis morgen. Macht's gut. Cool. Also ciao. Ciao. Herr Fechner, schönen Tag noch. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, Lilly. Ciao. Und? Wen von den beiden würdest du mit nach Ägypten nehmen? Du, die sind beide so süß. Ist es nicht unglaublich, dass sie sich extra für mich so viele Gedanken gemacht haben? Ich finde es unglaublich, dass sie das nicht schon vorher wussten. Was lernt ihr eigentlich in der Schule? Fürs Leben. Bist du etwa verliebt? Ich glaube schon. Und? Welcher von beiden ist der Glückliche? Beide. Dass der Arbeitex springt mit gleichen. Hey! Alles klar? Komm, von wegen. Was ist denn los? Ein bisschen mehr Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Nur noch ein Rennen gewinnen, dann bist du am Nürburgring. Sag mal, Charlie, begreifst du es noch? Ich hab Trixie wegen einem PC-Spiel belogen. Und ich hab sie an dem Geburtstag hängen lassen. Alter, das ist es mir nicht wert. Mensch, Sven, du musst manchmal Prioritäten setzen. Du hast noch 1000 Geburtstage mit Trixie. Die Chance hast du nur einmal. Mann, ich liebe Trixie. Und ich möchte sie nicht mehr belügen, Alter. Ich hör damit auf. Ich halte das für eine sehr, sehr weise Entscheidung. Weißt du, Lügen bringt einfach nichts. Nein, nicht damit. Sei mit dem Autorennen.
rum. Wow. Stopp. Das Bild ist echt abgefahren. Das Rot ist faszinierend. Ich habe 1000 verschiedene Mischungen probiert, bis ich es hatte. Ich wollte das perfekte Rot. Es ist perfekt. Wir sind fertig. Bist du soweit? Ja. Mann, ich sag dir eins. Ich war am Anfang echt dagegen, den Spießer ans Keyboard zu lassen. Aber jetzt, danke, Mann, danke. Schon okay. Nee, ohne Scheiß. Ohne dich hätte ich diese Frau nie kennengelernt. Tom. Hör auf. Du weißt genau, ich lass mir nichts verbieten. Der arme Kruse. Gegen dich hat er keine Chance. Mann, du kannst ja jetzt nicht einfach aufgeben. Alter, begreifst du es noch? Mir ist die Beziehung wichtiger als dieses bescheuerte Fahrertraining. Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, du am Nürburgring. Du bist so kurz davor, Mann. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich gewinne und mache dieses Fahrertraining am Nürburgring. Da erfährt es Trixi sowieso. Und was glaubst du, wie sie reagiert? Ja, da wäre sie vermutlich ziemlich sauer. Ziemlich sauer? Bist du noch ganz dicht? Stinksauer, weil ich sie wegen einem bescheiß PC-Spiel belogen habe. Und was glaubst du, was sie von einem Typen hält, der lieber am PC sitzt, als für die Uni zu lernen? Vermutlich nicht allzu viel. Mann, Alter, Trixi darf davon nie was erfahren. Das würde sie nie verstehen und die hätte nie wieder Vertrauen zu mir. Hallo, Trixi. Hallo, du Rennfahrer. Sag mal, wie lange hattest du eigentlich noch vor, mich zu belügen? Überraschung! Wer mal ein Bett braucht oder eine Vollnarkose, der ist in St. Angela genau richtig. Dann zeigen Sie uns doch mal, was Sie gelernt haben. Periatritis humerus scapularis? Hä? Falsch! Wir müssen Sie stoppen. Ich dreh durch! Nehmen Sie sich die Sache nicht zu sehr zu Herzen, wir machen alle Fehler. Danke, dass du mir geholfen hast. St. Angela, Dienstag bis Donnerstag, 18:50 Uhr im Ersten. Schön, was? Wirklich faszinierend.